möchte Sie recht herzlich begrüßen zu Chefs Homeoffice Talk mit dem Stefan Meyer. Der Stefan Meyer ist ja auch mein Partner beim Genussfilmfestival in Zug und uns verbindet eine alte grosse Freundschaft. Stefan Meyer ist natürlich wie alle anderen Gastronomen im Moment auch im Lockdown drin, macht Takeaway, hat schon eine Box gemacht für uns und hat jetzt eine zweite Box als Überraschung vorbereitet. Wie ist die Überraschung, Stefan? Kannst du uns ein bisschen schnell erzählen, woher dass du den Enthusiasmus nimmst? Nachher schauen wir schnell die Box an und dann kannst du erzählen, was für Produkte drin sind. Ja, die Box ist entstanden dadurch, dass wir natürlich eben im Lockdown sind. Man muss sich ja beschäftigen. Wir müssen schauen, dass wir immer etwas zu tun haben, dass wir nicht müde werden und immer im Fokus drinnen, dass wir eben wahrscheinlich hoffen wir, bis wir einen Monat wieder auftun können. Und das heisst, wir müssen auf Betriebstemperatur bleiben, dass wir nachher den Anschluss nicht verpassen, dass wir nachher frisch wieder ins Geschäftsleben einsteigen können. Und aus dem heraus ist nachher die Box entstanden. Und selbstverständlich, wenn man Zeit hat, dann kann man sich auch Überlegungen machen. Und so sind wir auf die Idee gekommen mit dem Holzbrett, das wir gemacht haben, aus Krisenholz. Und, das werde ich nachher noch genauer erklären. Aber, ja, schauen wir schnell die Box an. Uns wird es eingeblendet. Jetzt hast du vorher gesagt, ein Krisenbrett. Jetzt kannst du uns erzählen, jetzt haben alle die Box gesehen, was genau drin ist, Stefan. Ja, das Krisenbrett ist einmal von meinem lieben Kollegen Eugen Knobel. Das ist ein Schreiner, das ist ein Zunftkollege von mir und der ist affin auf das und dann auch das selbstverständlich im Kanton Zug haben wir Krise und dementsprechend haben wir das Krise-Holz ausgewählt. Und er hat dann noch die Idee gehabt, nachdem dass ich ihm erklärt habe, was ich drauf tun möchte, hat er gesagt, so komm, wir machen die ganzen Chutneys und Konfitüren, tun wir dort das Brettchen so gestalten, dass man das alles schön draufstellen kann und dass man das quasi auf den Tisch kann stellen kann und dann, dass man die Sachen kann auswählen kann. Und dann haben wir noch den Kirsch, der gehört, wie gesagt, auch zum Zug. Und dort habe ich einen Bauer, den Speck, der einen Bauernschnaps macht, also der eigentlich Riese und der lässt in einer Brennerei, also wie mit einem anderen Bauer brennen. Und das sind natürlich schon ganz andere Charaktere, wenn man einen Kirsch trinkt, als wenn man einen herkömmlichen Kirsch nimmt, wo auch in grösseren Mengen gemacht wird. Und er kann natürlich dort dann noch speziell die Kirsebäume einzeln brennen. Und das ist natürlich, und dort habe ich dann mir die Zeit genommen, dass ich mir den Besten ausgesucht habe und den Bauernkirsch könnt ihr nachher geniessen. Jetzt sind Sie noch schnell Wunder oder uns Wunder. Du hast vorher von Chutneys und Konfitüren geredet. Was ist genau drin? Also dort habe ich mal eine ganz spezielle Konfi gemacht. Also das ist die Tomatenkonfi. Und das Spezielle daran ist, dass die während vier Tagen, brauchen etwa vier Tage dazu, auf niedriger Temperatur die Tomaten kochen, dass man die Säure rausbringt. Und der Vorteil ist, wenn man sie so langsam kocht auf niedriger Temperatur, kann man das ohne Zucker und ohne Salz machen. Und da kann man natürlich auf der einen Seite nehmen. Sehr gut, das gerne hätte, da zum Morgen nehmen, aufs Konfibrot, also aufs Brot mit Danke. Oder man kann es nachher zu anderen Sachen geniessen. Man kann es auch, sagen wir jetzt, mit der Teigwaren nehmen. Aber es ist schon daran gedacht, dass man das im Bereich Konfi geniessen. No, ja. Zum anderen habe ich eine Aprikosen-Konfi gemacht. Dort haben wir im Sommer, wie ich immer einkaufe, tue ich Walliser Aprikosen einkaufen. Und die haben wir verarbeitet zu einer Konfitüre. Wir haben von Hühnenberg eine Brombeere-Konfi. Mhm. Wir haben Zuckerkreise Chutney gemacht. Wir haben von Dersbach, das ist von Hühnenberg, auch einen Sommerhonig, den wir haben. Dann
was noch speziell ist, auch, ich habe einen Feigensenf gemacht und die Feige, die ist von einem Baum von meiner Schwester, wo sie auch mir vorweg bringt. Und daraus habe ich einen eigenen Senf kreiert und das auch, der ist nachher zu verschiedenen Fleisch oder so, wo man den kann geniessen kann. Also die Ausgewogenheit von dem Korb ist also sehr speziell. Sehr schön. Das, wir haben das eben auch getauft, Zuger Handwerk, und das ist auch wichtig, dass man dort wirklich aus seiner Umgebung Zug, Rathauskeller, dort das Feinste in die Box hineinlegen kann. Das klingt sehr, sehr gut. Jetzt hast du vorher noch erzählt etwas von der Betriebstemperatur der Mitarbeiter. Mich nimmt es jetzt noch Wunder, wie bringst du die wieder her oder wie hast du die jetzt während diesen rund 6 Wochen, wenn wir dann alles durch hatten, Ende Februar, wie hast du es hergebracht, dass die Mitarbeiter immer hast können mit reinnehmen im Betrieb oder im abgefahrenen Betrieb? Ja, dort haben wir natürlich eben das Takeaway, das wir aufgefahren haben, das wir ja schon im letzten Lockdown gemacht haben. Und da sind wir natürlich schon, haben wir schon Erfahrungen gehabt, weil wir haben das den ganzen Sommer durchgezogen. Wir haben jeden Samstag haben wir unsere Takeaway, unsere gekochten Sachen, die wir gemacht haben, die wir verkauft haben. Und das haben wir natürlich dann im Dezember sofort wieder ausgeweitet. Und wir arbeiten dann jetzt einfach immer Freitag, Samstag. Und so müssen sie dann 1,5 Tage arbeiten. Und dementsprechend haben sie immer Kontakt zum Betrieb. Und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, auch für mich, dass man, wie gesagt, die Betriebstemperatur hat. Weil es ist klar, wenn man 2 Monate weg wäre, dann kommt man, und bis man da wieder sich wohlfühlt und bis man wieder die Leistung kann bringen, ist es wahnsinnig schwierig. Und so, wenn sie immer im Kontakt sind mit dem Betrieb, geht das viel schneller. Und das ist schon, man muss sich das schon vorstellen, wenn man 8 Wochen oder 10 Wochen nichts zu tun hat, dann wird man träge und bis dann das wieder im Lot ist, das braucht eine wahnsinnige Kraft. Ja. Ja. Nein, da wünschen wir dir alles Gute. Du bist ja mittlerweile auch mutiert zum zugweit besten Glühweinkoch. Du hast im Zuckerberg oben im 2. Restaurant, ja, währenddem die Schlittelbahnen offen waren, auch dort können Glühwein verteilen. Und ich habe das selber genossen, die ist also wunderbar. Und da haben wir natürlich auch zu tun gehabt, die Leute mit Glühwein zu versorgen, oder? Ja, also, das ist schon noch etwas. Und ich hätte mir nie vorgestellt, vor einem Jahr, dass ich unter einmal in den 2,5 Monaten, die wir jetzt hier bald weg sind vom Feister, so die so, dass ich jetzt noch zum Glühweinkoch werde. Also das ist schon erstaunlich. Und dass wir auch in Trugenberg oben, oder dass wir unterein noch Brot verkaufen, das ist schon eine Leistung, muss ich schon sagen. Okay. Aber nein, wir werden erfinderisch, und wenn man, wenn man sich nicht schön findet zum Arbeiten, dann nachher macht man es so, dass wir überleben können. Und uns geht es soweit gut. Und ich freue mich an dem. Wunderbar. Und wir freuen uns, wenn wir dich wieder besuchen bei dir, dürfen Gast sein. Und wir wünschen dir und euch, der ganzen Crew vom Rathauskeller, alles Gute. Und bis Anfang März oder vielleicht sogar eine Woche früher, wir werden es sehen. Danke vielmals, Stefan. Danke auch. Und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Und gute Gesundheit.